Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland und wir haben noch eine Frage zu beantworten zu unserem Video mit dem Öseschlage. Da kommt nicht richtig raus, wie rum die Öse zusammengesetzt wird, beziehungsweise das Gegenstück. Das möchten wir euch hier kurz im Detail noch zeigen. Und zwar bei der Kleinen sieht man es nicht ganz so gut. Aber wenn ich das anschaue, diese Öse hier, dann habe ich in der Mitte so ein Grat. Der muss nach oben gehen. Also diese Öse kommt so rum rein. So rum wäre falsch rum. Also wenn der Hubbel hier zu sehen ist. Also so rum kommt das Ganze hier auf diese Öse drauf. Und dann börtelt es diesen Rand hier, den schlägt es nachher oben in diese Mulde rein, über diesen Grat hinweg. Bei der großen Öse sieht man es etwas besser. Hier sehe ich diesen Grat nach oben zeige. So rum wäre falsch rum. Bei dieser Öse sieht man auch besonders noch daran, dass hier auch die Kralle letztendlich in der Stoff greifen würde, um die Öse zusätzlich zu sichern. Das heißt, auch hier kommt dieser Ring so rum drauf. Und dann könnte auch hier wieder mit dem Anschlagwerkzeug diese Öse um den Grat rumbörteln. Und damit wird das Ganze stabil.